Ich habe wieder mal eine Nacht im Auto geschlafen und stehe jetzt hier bei den Tschechen in dem Gipfel zwischen Jebnitz und Kittau. Einen schönen Platz gefunden an hier im See. Da sitzen ein paar Angler rum. Ansonsten ist hier totale Ruhe. Werde dann nach dem Frühstück noch eine kleine Runde gehen hier. So, hier muss er irgendwo sein. Doch unten. Ja, das könnte das Zielobjekt sein, obwohl das auch schon wieder. Da hinten sehen wir das Gebäude vom Flugplatz, der hier sehr unbenutzt aussieht. Und da muss ich auch noch in Cache liegen, den gucken wir jetzt nochmal. Vermutlich liegt er unter dem Baum. Das ist ja hübsch hier. Ich bin beleuchtet alle Tage. Einer von vielen ist der Hinweis. Man muss sich hinknien, um ihn zu finden. Haben wir Glück, dass hier noch nicht viel wächst, da haben wir vielleicht eher eine Chance. Am 24.02. wurde gefunden. Der am 16. Februar. Und vorher am 3. Oktober, das war ein Deutscher. Auf der Suche nach den Kreuzen ging ich heute hierher. Das klappte gut. Da konnte ich gleich mal mein neues Kleinflugzeug ausprobieren. Trotz Wind gelang eine Bilderbuchlandung auf dem. Da hielt das gesuchte Objekt erst vor Unrat, hat er geschrieben, irgendeiner, ein Deutscher, der hier war. Und dann habe ich gelesen heute, dass das Buch Die Häschenschule, einige werden es kennen, zumindest aus meinem Jahrgang bestimmt noch. Ich habe das immer bei meiner Oma gelesen. Das wird heute, aber dieses Jahr 100 Jahre alt. Und da stand in der Morgenpost, dass die im Museum in Glauchau eine Sonderausstellung dazu machen. Da haben die das Buch begehbar gemacht. Mit großen Ausdrucken. Und verschiedenen
Schulsachen und einiges anderes Zeug aus der Zeit irgendwie eine Ausstellung zusammengesucht. Das klang ganz interessant. Ich denke mal, da werde ich wohl die nächsten Tage mal nach Glauchau fahren. Heute ist der 10. März. Bis Ende April haben die das noch, die Ausstellung. Ich werde, wenn ich hinfahre, auf alle Fälle ein Video drüber machen. Aber einen von vielen finde ich schon. Er hat geschrieben, er hielt das Ast vor Unrat und fand, dass das die Dose beherbergte. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier die Dose mal drinnen lag. Okay. Back to the Auto. Gott, die war keine 20 Jahre alt. Im 19. Jahrhundert ereignete sich der tragische Tod von Anna Konrad in der Nähe von Schluckenau. Sie war nur 18 Jahre alt und befand sich etwa 10 Kilometer von ihrem Zuhause weg. Irgendwo zwischen Wald und Feld. Die genauen Umstände ihres Todes sind leider nicht bekannt. Aber es ist immer schmerzlich, wenn ein so junges Leben endet. Vielleicht war es eine Krankheit, ein Unfall oder eine andere unerwartete Wendung des Schicksals. Wir können nur spekulieren und uns vorstellen, wie schwer dieser Verlust für ihre Familie und Freunde gewesen sein muss. In der Geschichte von Schluckenau, das bereits im 14. Jahrhundert als Stadt bezeichnet wurde, spielte die Stadt eine wichtige Rolle als Handelsplatz und war von einer Stadtmauer umgeben. Das ist ein Emailleschild, deswegen hat er es so gut überstanden. Wobei es an den Rändern schon anfängt zu bröckeln. Die Salzstraße von Dresden nach Prag führte durch diese Gegend, was die Bedeutung von Schluckenau weiter erhöhte. Vielleicht war Anna Konrad auf einem solchen Weg unterwegs. Es ist traurig zu wissen, dass sie so jung gehen musste. Die war gerade mal 18. Möge ihre Seele in Frieden ruhen und möge ihre Erinnerung in den Herzen derer, die von ihrem Verlust betroffen waren, weiterleben. Meine Intelligenz ist ja knapp bemessen, daher nutze ich in letzter Zeit immer wieder die künstliche Intelligenz von ChatGPT oder Microsoft Copilot. Nee, ein interessantes Ergebnis dabei war dieser Nachruf gerade. Allerdings habe ich da noch ein wenig abgeändert. Eigentlich hatte ich ja noch mal vor, zu suchen, ob ich irgendwelche Infos zu der Säule finde. Aber ich fand keine Infos im Internet. Hier könnte man eventuell nachhaken und alte Bibliotheken und Kirchenbücher nachlesen. Aber das wäre eher was für meine Schwester gewesen, die leider schon vor 4 Jahren starb. Dass ich und sie auch leider kein Tschechisch sprechen, ist ein weiteres Hindernis. Wenn einer von den Zuschauern Lust hat, hier zu recherchieren, könnt ihr euch ja mal bei mir melden. Aber zurück. Ich gab bei dem Copilot von Microsoft den Text des Schildes ein und erhielt ein eher lustiges Ergebnis. Unter anderem sagte der Copilot: Es könnte sich jedoch um ein Hinweisschild für Forstwege handeln, das den Zugang für bestimmte Fahrzeuge oder Aktivitäten regelt. Ich erinnerte dann daran, dass ich Infos zu dieser Person suche und sagte direkt nochmal, dass es schon weit zurücklegt,
und es sich im 19. Jahrhundert zugetragen hat. Und einiges mehr, was ich dann noch abänderte, fragte. Aber statt zu sagen, erfindet nichts über Anna oder ihre Großmutter, erhielt ich diesen Nachruf. Genauere Nachfragen brachten auch nichts weiter ein, also bat ich um einen richtigen Nachruf und erhielt das. In liebevoller Erinnerung an Anna Konrad aus Schluckenau. Anna Konrad, 1853 bis 1871. Der Tod ist dein bester Freund. Er nimmt alle Leiden ab und legt dich sanft ins kühle Grab. Mit diesen Worten gedenken wir einer jungen Seele, die viel zu früh von uns gegangen ist. Anna Konrad wurde am 25. Dezember 1853 geboren und verstarb unerwartet am 28. Juni 1871. Sorry, ich musste eigentlich nicht zum Lachen, aber ich musste gerade lachen, weil ich mir dabei überlegt habe, lustig, 150 Jahre nachdem die gestorben ist, macht irgend so ein Irrer einen Nachruf für die. Ihre Zeit auf dieser Erde war kurz. Aber ihre Spuren werden für immer in den Herzen derer bleiben, die sie kannten und liebten. Anna war eine Tochter, eine Schwester, eine Freundin. Ihr Lächeln strahlte wie die Sonne über den Wäldern von Schluckenau und ihre Augen blickten voller Neugier auf die Welt. Sie liebte die Natur, die Wälder und die Felder, die sie umgaben. Vielleicht war es auf einem dieser Wege zwischen Wald und Feld, dass ihr Leben eine unerwartete Wendung nahm. Ihre Großmutter, Frau Anna Weber, widmete ihr diese Zeilen. Du hältst den Tod für deinen Feind. Du irrst. Er ist dein bester Freund. Er befreit dich von der falschen Welt und führt dich in den Himmel ein. Möge Anna Konrad in Frieden ruhen, fernab von den Sorgen und Mühen dieser Welt. Möge ihre Seele auf ewig im Licht der Ewigkeit wandeln. Gewidmet von uns allen, die wir uns an Anna erinnern. Ja, nicht schlecht. Eine der künstlichen Intelligenzen zu nutzen, ist doch schon ein wenig hilfreich, wenn man irgendeinen Text für eine Rede oder ähnliches braucht. Aber was könnte hier eigentlich der Grund sein, warum sie starb? Zuerst dachte ich, sie hätte sich bei der Arbeit auf dem Feld hier übernommen und bei großer Hitze zu viel gearbeitet und einen Hitzschlag bekommen. Aber sie kam nicht von den Dörfern in der Nähe, sondern von der Stadt aus 10 Kilometer Entfernung. Um 1871 war das dann schon eine Reise, die am Freitag, den 28. Juli, wohl nicht eine einfache Arbeiterfamilie gemacht haben wird. Wahrscheinlich waren das keine armen Leute, sie könnten hier eventuell Urlaub gemacht haben. Zumindest nicht diese Säule mit dem emaillierten Schild und dem geschmiedeten Kreuz konnten sich damals keine armen Leute leisten. Der Vater von Anna könnte in Schluckenau Besitzer einer Firma gewesen sein. Es gab einige Webereien da. Die Großmutter heißt Weber. Da könnten wir davon ausgehen, dass Annas Mutter eine geborene Weber war. Vielleicht besaßen sie eine alte Weberei. In Lipowa, dem nächsten Ort, auf Deutsch Heinspach, lebten bei der Volkszählung 1830 fünf Beamte und zwei Gewerbetreibende. Vielleicht haben sie hier ein verlängertes Wochenende verbracht und dabei gleich Geschäftliches erledigt. Oder vielleicht musste ein Beamter bestochen werden. Sind wir etwa hier auf eine kriminelle Spur gestoßen? Wir wissen es nicht. Die Frage wird wohl für immer im Raum stehen. Heute ist Lipowa eine Gemeinde mit 652 Einwohnern. Die kleine Ortschaft Lipowa ist heute kaum noch wohnlich genutzt. Ein großer Teil der vorhandenen Gebäude findet nur noch Nutzung als Wochenenddomizil. Dabei ist die potenzielle verkehrsliche Lage des Dorfes gar nicht schlecht.
Bei einer Öffnung der entsprechenden Grenzübergänge und einem Ausbau der durch den Ort gehenden Straße könnte eine direkte Verbindung zwischen Rumburg und Jebnitz geschaffen werden und damit die Räume Reichenbach, Löbau, Zittau und jüdisches Dresden miteinander verbunden werden. Eine solche Straße könnte eine Entlastung für die B96 auf deutscher Seite und eine Initialzündung zur wirtschaftlichen Entwicklung im Schluggenauer Zipfel darstellen. In der Ortschaft gibt es heute noch eine barocke Kirche und die Ruine einer barocken Schlossanlage. In der Nähe des Schlosses befinden sich ein großer Schlossteich und ein heute stark verwilderter Park. Im Dorf sind außerdem einige kleinere umgebinde Häuser und öffentliche Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende zu finden. Mit dem Fahrrad ist es möglich, den Grenzübergang nach Jolland an der Spree zu nutzen. Der gesamte Schluggenauer Zipfel ist in der Tschechischen Republik eine Problemregion, die durch die Lausitzer Berge vom Böhmischen Becken abgeschnitten ist. Selbst bei der eigenen Regierung erlangt diese Region kaum Aufmerksamkeit. Oh ja, Schluggenauer Friedhof, den gibt's. Ist ungefähr 10 Kilometer von hier der Friedhof Schluggenau. Und dann gucken wir, ob es da einen Cache gibt. Da haben wir dort einen Cache geholt. Auf der Südseite des Parkes Krischowi Fritsch Kreuzberg, was wahrscheinlich auch der Friedhof ist, gibt es einen schönen säulenförmigen Basaltfelsen mit dem Namen Male Varani, kleine Orgel. Er ist vor langer Zeit entstanden, als heiße Lava langsam abkühlte und durch die damit verbundenen Kontraktionskräfte senkrecht zur Abkühlungsfläche vorwiegend fünf- oder sechseckige Basaltsäulen entstanden. Aber auch drei, vier- oder mehreckige Säulen sind möglich. Bei schneller Abkühlung entstanden kleine Säulen, aber auch drei, vier- oder mehreckige Säulen sind möglich. Bei schneller Abkühlung entstanden kleine Säulen, unter 1 cm sind möglich. Bei langsamer Abkühlung größere, bis zu 1 Meter. Sie wurden oft nach dem Teufel benannt. Man kann eindrucksvolle Basaltsäulen aber auch anderswo finden. Beispielsweise den Branska Skala, Herrenhausfelsen, in Kamenicki Senov, Steinschönau oder die Tjertova Jet, Teufelsmauer bei Oschitz. Oder auch das Devils Postpile National Monument in Kalifornien. In Stolpen gibt es aber auch welche. Ihr müsst nie nach Kalifornien fahren deswegen. Allerdings befinden sie sich selten in Parks nahe dem Stadtzentrum. Und dann können wir dort das Grab suchen von der Anna. Aber sind hier alle Deutschen vertrieben worden? Die Plätze an der Mauer sind alle geräumt, wie es aussieht.
haben wir Basalt. Und hier östlich von drei Bäumen soll der Cache liegen. Ja, direkt gegenüber von dem Basalt. Östlich müsste dann theoretisch hier sein. Könnte auch da unten gemeint sein. Hier sind die drei Bäume und da sollte der Platz sein laut Satellitendaten. Aber die Steine habe ich jetzt alle schon mal umgestapelt. Könnte man vielleicht die drei Bäume noch mal angucken? Das würde aber heißen, ich habe ah, der ist gut versteckt. Ja, hinter mir ist das Grabmal der Familie Weber. Das könnte die M. Anna Weber gewesen sein, die hier 1872 diese Erinnerungssäule für ihre Enkelin gesetzt hat. Hier auf dem Friedhof in Schluckenau. Die Familie Weber. Alle 1904 bis 1933. Anton Weber. Anna Weber. Nee, 1920 passt nie. Ohne Konrad. Mit C geschrieben. Passt also nie. Wieder Verwandtschaft.
Jetzt wollte ich eigentlich gerade mal suchen, ob ich jemanden von denen finde, die hier begraben liegt. Der Name taucht in alten Akten oder so ein paar Mal auf. Aber ich habe keinen gefunden, der damit zusammengehört. Ich habe übrigens jetzt, wo ich die Runde gelaufen bin, die ganze Zeit meine Fußbodenheizung angelassen. Jetzt ist zwar die Batterie schon auf 34% runtergegangen. Aber da ich ja dann wieder hinfahre, ist das nicht so schlimm.